In diesem Video möchte ich euch den Weltdrucker vorstellen, den ich nach einer Idee von Theo Deutinger für dessen Kunstprojekt kreiert habe. Dieser Künstler hatte vor etwa einem Jahr angefragt, ob ich für eine geplante Ausstellung einen Drucker konzipieren könne, der innerhalb von 24 Stunden genau einmal eine Weltkarte drucken kann. Nach diesen 24 Stunden soll nahtlos die nächste Karte angefügt werden, sodass auf Endlospapier langsam, aber beständig die Erdoberfläche abgebildet wird. Am anderen Ende soll der Ausdruck wieder vernichtet werden, was ich durch eine Rasierklinge verwirklicht habe, die das Papier in Streifen schneidet. Wenn ihr jetzt sagt, dass es aber eine reine Verschwendung von Ressourcen ist, so habt ihr schon mal einen Grundgedanken dieser Installation erkannt, denn Kunst soll euer Hirn erstaunen und zu Diskussionen anregen. Hier zu sehen ist das noch nicht ganz versandfertige Gerät. Der Weg von der Idee hin zu einem funktionierenden Drucker und Schredder war kein allzu kurzer. Inspiriert vom Thema Drucker bauen habe ich bereits zwei Videos veröffentlicht, in denen ich erste Konzepte getestet habe. Zum einen ist ein Plasmadrucker entstanden, der allerdings in der Praxis zu geruchsintensiv arbeitet und nur im Beisein einer Feuerwache betrieben werden sollte. Das zweite Video zeigt ein erstes funktionierendes Grundkonzept eines praktikablen Druckers, der eine handelsübliche Druckerpatrone mit Hilfe eines Arduino Uno ansteuert. Darauf aufbauend habe ich die Mechanik vergrößert, die Elektronik um einen Raspberry Pi erweitert und einen Schneidemechanismus implementiert. Im Folgenden möchte ich das Gerät im Detail vorstellen und Theo Deutinger gleichzeitig eine kurze Bedienungsanleitung mit an die Hand geben. Das Papier wird mit einer Breite von 43 cm in Rollenform verarbeitet. Durch die Rolle führt eine M10er Gewindestange mit zwei Kugellagern an den Enden, wobei das eine Ende fest verschraubt ist und das zweite Kugellager von einem Distanzstück in Position gehalten wird. Die Gewindestange wird in die Nuten an den beiden hinteren Standfüßen eingehängt, wobei das Distanzstück hin zur Seite mit der Elektronik zeigt. Das Papier muss nun eingefädelt werden, was zugegebenermaßen etwas fummelig ist, Prototypen bieten selten den vollen Komfort einer Serienmaschine. Zu beachten ist, dass das Papier zunächst zwischen der Platte mit der Alufolie und einer oberen Plexiglasplatte eingefädelt werden muss. Die Alubeschichtung auf der unteren Platte ist nötig, da sich das Papier ansonsten elektrostatisch auflädt, somit an der unteren Platte klebt und den Papiervorschub zum Stillstand bringt. Dieser Effekt ist erst in der letzten Testphase aufgetreten, scheinbar war die Umgebungsluft in diesen Tagen trockener als zuvor. Das Papier wird von zwei Walzenpaaren transportiert, eine am hinteren Ende direkt an der Papierrolle und ein zweiter Schrittmotor befindet sich vorne am Schneidemechanismus, die Gewindestange ist am größeren Zahnrad verschraubt, das kleine Zahnrad sitzt auf der Welle des Schrittmotors. Die unteren Walzen bestehen aus einer M10er Gewindestange mit aufgezogenen Stücken Schrumpfschlauch. Auf diesen Walzen wird jeweils eine zweite Gewindestange aufgelegt, an der zwei Kugellager befestigt sind, die auf den Schrumpfschlauch drücken. Beim Einlegen ist darauf zu achten, dass diese Stangen nicht verkanten und beide Kugellager auf dem Papier aufliegen. Vom hinteren Walzenpaar verläuft das Papier nach vorne zum Schneidemechanismus. Hier muss das Papier ebenfalls unter dem Streifen Plexiglas hindurch eingefädelt werden, wonach auch die vordere Gewindestange mit den Kugellagern aufgelegt werden kann. Ist alles fertig, muss das Papier am vorderen Ende etwa einen halben Zentimeter hervorstehen, durch manuelles Drehen der Papierwalze kann das eingestellt werden. Nur so ist der Schneidemechanismus in der Lage, den ersten Schnitt richtig durchzuführen. Geschnitten wird das Papier mit Hilfe einer Rasierklinge. Diese muss unbedingt so befestigt werden, dass die Klinge hinter der vorderen Führung liegt. Ist die Rasierklinge festgeschraubt, so ist der Mechanismus einsatzbereit. Thank you.
Angetrieben von einem Schrittmotor über einen Zahnriemen schneidet die Klinge von links nach rechts alle halbe Stunde einen etwa 1 cm breiten Streifen von der Weltkarte. Dass nicht jeder abgeschnittene Papierstreifen gleich herunterfällt, hat sich im Verlauf der Testphase nicht als problematisch erwiesen. Früher oder später sind alle Erdteile über das Ende der Welt gefallen. Zur Spannungsversorgung verwende ich die 12-Volt-Leitung eines alten Computernetzteils, meine bevorzugte Energiequelle für Basteleien. Nach dem Einschalten erscheint nach etwa einer Minute die Uhrzeit auf dem 2x16 Zeichen LCD-Bildschirm. Über die linke und rechte Taste kann die gewünschte Weltzeit eingestellt werden. Ist das geschehen, wird die Uhrzeit mit der mittleren Taste bestätigt, worauf der Drucker mit der Initialisierung beginnt. Dabei fährt der Schneidemechanismus und der Druckkopf zum Endschalter. Die Druckposition der Weltkarte kann durch Verschieben des Endschalters justiert werden. Der Drucker ist nun bereit für sein Werk, welches durch Drücken der mittleren Taste gestartet wird. Ebenfalls mit der mittleren Taste kann der Betrieb des Druckers pausiert werden. Wird danach die linke Taste gedrückt, so fahren Druckkopf und Schneidemechanismus zu den Endschaltern. Sind eventuelle Servicearbeiten durchgeführt, so kann der Druckkopf zurück zur Ausgangsposition gefahren. Und schließlich der Druck fortgesetzt werden. Während des Druckens zeigt das Display die eingestellte Weltzeit und den momentan im Druck befindlichen Längengrad an. Die Software auf dem Raspberry Pi sorgt dafür, dass der Druck synchronisiert mit der Erdrotation stattfindet. Wer um 12 Uhr vor Ort ist, kann den Sprung über den Nullmeridian von Ost nach West verfolgen. Der Sprung über die Datumsgrenze von West nach Ost findet um Mitternacht unbeobachtet von der Weltöffentlichkeit statt. Wie bereits gesagt, erfolgt der Druck mit Hilfe handelsüblicher Druckerpatronen, deren Düsen, wie in dem vorangegangenen Video gezeigt, von einem Arduino Uno angesteuert werden. Der Vorteil an diesem Entwicklerboard besteht darin, dass der ATmaker 328 Mikrocontroller nach Abschluss der Softwareentwicklung auch ohne das Uno-Board betrieben werden kann. Somit fällt dieser Teil der Elektronik deutlich kompakter aus, einer der Gründe, warum ich den Arduino Uno so mag. Gewechselt werden kann die Patrone bei Bedarf wie bei handelsüblichen Druckern, indem diese aus der Halterung genommen und die neue Patrone anschließend wieder eingeklipst wird. Angetrieben wird der Druckkopf vom vierten Schrittmotor im Bunde ebenfalls über einen Zahnriemen. Die Führung erfolgt über 8 mm Messingröhrchen und Linearkugellager, einfach deshalb, weil ich diese Materialien im Keller rumliegen hatte. Der Druckkopf ist so angeordnet, dass die Linie der Düsen in Druckrichtung liegt, der Druck soll ja möglichst langsam, Längengrad für Längengrad erfolgen. Theoretisch würde eine einzelne Düse ausreichen, den Auftrag abzuarbeiten, aber aus Gründen der Ausfallsicherheit verwende ich alle 12 Düsen gleichermaßen. Über die Software wird dabei per Zufall ausgewählt, welche Düse welchen Druckpunkt setzt. Ferner wird jeder Druckpunkt dreimal mit Tinte befeuert. Selbst wenn mehrere Düsen nach dem Druck einiger Welten versagen, bleibt das Druckbild somit streifenfrei. Vom ganz fertigen Gerät habe ich keine Videoaufnahmen mehr anfertigen können, wie immer kommt die Deadline einfach zu früh. Zu sehen ist, dass der Druck hier über Nacht etwas aus dem Ruder gelaufen ist, weil sich eine Schraube an der hinteren Papierwalze gelöst hatte, insgesamt arbeitet der Drucker aber bereits hier sehr zuverlässig. Wer den Weltdrucker in der fertigen Ausbaustufe live erleben möchte, hat hierzu vom 13. März bis zum 10. April 2021 im Forum Stadtpark in Graz, Österreich, die Gelegenheit. Ich danke Theo Deutinger für die Gelegenheit, endlich mal einen Drucker von Grund auf selber bauen zu können und selbstverständlich für die finanzielle Unterstützung des Projekts. Eine Bedingung für das Projekt meinerseits war, dass alle Materialien zum Nachbau der Maschine Open Source sein sollten und dem hat der Künstler ohne zu zögern zugestimmt, ein weiteres Dankeschön für diese Offenheit.
Die 3D-Dateien, die verwendete Software sowie weitere Infos gibt's also wie immer auf meinen Seiten. Klickt mal rein! Und in der Kiste mit dem Weltdrucker begibt sich zusätzlich einer meiner Rover auf seine Reise zu einer ersten Außenmission, um Teil der Ausstellung in